Und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Kochvideo hier auf meinem Kanal. Ich bereite heute einen Nudelauflauf vor, der nicht in den Ofen gehört. Viel Spaß beim Video. Aber vorerst ist mir gerade aufgefallen, ich habe eine wichtige Zutat vergessen, nämlich die Hauptzutat dieses Nudelauflaufes, der nicht in den Ofen gehört. Und das ist Schmelzkäse und da gehe ich noch mal kurz raus. Aber seht selber. Es ist gewitterig. So, was passiert, wenn man was vergessen hat? Kamera stellt es scharf. Kommt natürlich. Warum stellt es scharf? Und was ist natürlich, wenn man irgendwas vergessen hat einzukaufen? Auch wenn es nur was Kleines ist wie der Käse, aber das ist nun mal einer der Hauptzutaten. Dann muss es ausgerechnet jetzt gewittern. Herrlich, oder? Zum Glück ist der Einkaufsladen um die Ecke. Aber dort hinten, das ist der Regen. Und er zieht in meine Richtung aktuell. Und wenn ich jetzt wieder aus dem Laden gleich raus bin, dann bin ich patschnass. Zum Glück habe ich hier Regenjacke. Da passt das. Bis gleich vom Herd. Sehen wir uns doch noch mal wieder. Es kracht und poltert. Ich hatte geschüttet wie das Eimer und ich musste mich mal unterstellen. Das ist ja richtig ungewohnt hier. Lang nicht mehr gewohnt. Aber jetzt geht es auch mal hier richtig rund. Seht uns gleich wieder. Vom Erd geht's weiter. Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr einen hübschen Nudelauflauf mit Schinken zubereitet. Habt viel Spaß dabei! Zunächst kommen wir zu den Hauptzutaten, den ihr für dieses Gericht braucht. Denn ihr braucht einmal eine Packung Kochschinken, dann eine Zwiebel oder eine halbe, wer nicht so viel mag, Sahne-Schmelzkäse und Nudeln. Braucht nicht genau 500 Gramm, ist vielleicht für den manchen zu viel. Ich nehme grob 400 Gramm, die restlichen Nudeln packe ich mir weg, kann mir auch noch was Schönes draus zaubern. Und das erste, was ich gemacht habe, ist schon mal das Wasser zum Kochen gebracht. Und dann geht es weiter mit Wurst schneiden, Zwiebel schneiden. Ich tue die Nudeln schon mal in den Kochtopf rein und wenn das geschehen ist, dann sehen wir uns wieder. So, meine lieben Freunde,
Ich habe jetzt die Zwiebeln geschnitten. Das ist dabei rausgekommen. Ich habe zu vergessen erwähnt, man braucht auch noch einen Becher Schlagsahne. Das sind 200 Gramm, die müssen auch komplett hier rein. Die Auflaufform braucht man nicht, die habe ich nur hier hingestellt zum Sachen reinlegen. Die stand ja vorher schon, nicht wundern. Es ist zwar ein Auflauf, aber der kommt nicht in den Ofen rein, sondern das wird alles hier auf dem Herd gemacht. Ich habe jetzt hier in die kleine Pfanne etwas Butter reingemacht. Da kommen nämlich gleich die Zwiebeln rein. Die wird man ein bisschen, mal die Flamme ein bisschen runterstellen. So. Die werden ein bisschen angeröstet. Und in der Zeit kann ich ja schon mal den Schmelzkäse aufmachen. Die Gramm sind ja eigentlich drin, da steht nämlich hier gar nicht so wirklich doch nur 200 Gramm. Schon ein bisschen hartnäckig, das Ganze. So, da muss anscheinend komplett hier rein. Ich tue jetzt die Flamme wieder runterstellen auf 2 von 10. Jeder Herd ist anders, muss man dazu sagen. Die Nudeln sind noch nicht ganz fertig. Tue ich auch mal auf mittlere Hitze nochmal stellen. Die sind nämlich noch nicht ganz gar. So, das ist das Eis, nehme ich mal stark an. So, den Schmelzkäse in die Pfanne geben. Es gibt auch Schmelzkäse als Scheiben, würde ich nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, Milkana zu nehmen von der Marke Milka ist es nicht. Aber irgendwas anderes wahrscheinlich. Und die habe ich zum Beispiel in Rewe gekauft, keine Produktplatzierung. Als Empfehlung für euch, wenn ihr nicht wisst, wo das kaufen sollt. So, das tut man jetzt hier ein bisschen so verteilen. Lala, und gebe dann hierzu sofort die Sahne. Da tue ich jetzt sofort auch die Zwiebeln rein. Alles jetzt mal ein bisschen parallel. So, da kommt die Zwiebeln rein. Mit einem Löffel. So, tue ich die mal ein bisschen verteilen. Es sind jetzt ein paar kleine, ein paar grobe Stücke drin, das ist eigentlich egal. So, ich wollte die Sahne reinpacken. So, Sahne ist drin. Jetzt tue ich das mal ein bisschen vermengen. Jetzt tut man das ein bisschen ruhen lassen auf leichter Hitze, bis es köchelt, bis sich die Komponenten vermischt haben. Und wenn das geschehen ist, meine lieben Freunde, müsste eigentlich gleich soweit sein. Deswegen lasse ich jetzt mal die Kamera laufen. Hoppala. Kosmoma. Ich habe noch ein bisschen was anderes, was ich hier gleich reinmachen werde. Ich habe hier Kräutersalz. Müsste genügen. Tun wir das nochmal ein bisschen vermengen, ist schon flüssiger geworden. Die
Nudeln bringen eh ein bisschen Salz mit. Darum tue ich jetzt nicht so viel hier rein. So, gucken wir auch mal bei den Zwiebeln hier. Drehen wir mal kurz ein bisschen nach oben die Zwiebeln, dass hier mal ein bisschen was entsteht. So, jetzt tun wir das kurz ruhen lassen. Ja, das war nicht so viel. Das ist noch gut. Und der Schinken kommt auch gleich ins Spiel. Mal kurz gucken, ob die Nudeln gut sind. Nochmal ein bisschen umrühren. So, du bist jetzt mal Kandidat. Ist noch ein bisschen. Kleben auch ein bisschen an. Ein bisschen umrühren und da klebt das dann nicht so ab. Das sollte ein bisschen leicht aufköcheln, das wird doch mal ein bisschen höher drehen, aber es ist schon gut aufgelöst, hat sich mit Zwiebeln wird. Wenn das dann leicht aufgekocht ist, packe ich da noch ein bisschen Pfeffer mit rein und ein bisschen Peperoni. Das ist aber nicht zwanghaft. Ich wollte es einfach ein bisschen zur Würze halber reinpacken. Und ganz am Schluss kommen ja die Zwiebeln rein, davor aber noch der Schinken, der wird das gut verrührt. Dann kommen die Zwiebeln rein nach dem Schinken und ganz zum Schluss kommen die Nudeln da rein. Deswegen packe ich die Nudeln nicht einfach so in den Ausguss, was heißt in den Ausguss, und dass man das Wasser abschütten kann. Und eigentlich macht man da noch ein Stück Butter rein, aber das macht man jetzt nur, wenn man normale Nudeln zubereitet. Mache ich in dem Fall jetzt nicht. Macht man ja im Normalfall mit Tomatensauce, ist ja heute nicht der Fall. Achso, ich habe was vergessen. Ich muss ja Großflamme anmachen. Ich wundere mich schon, warum es so lange dauert. Jetzt ist Großflamme. Dann drehe ich ab. Müssten so okay sein. Zwiebeln sind auch so okay. Man könnte jetzt sagen, man packt den Schinken mit zu den Zwiebeln rein und rührt dann nochmal kurz durch. Aber ich mache das lieber so, dass ich erst den Schinken in den Schmelzkäse reinpacke und dann die Zwiebeln oben drauf. Für welche, die keine Zwiebeln mögen, gibt es auch einige Kandidaten. Lasst einfach die Zwiebeln weg. Kein Problem. Schmeckt genauso gut. Mit den Zwiebeln gibt es natürlich nochmal ein Tick Würze. Genauso wie mit dem Peperoni-Gewürz. So, wenn das leicht köchelt, dann sehen wir uns nochmal wieder. So, das kocht jetzt auf. Ich tue es nochmal ganz kurz umrühren und kann jetzt auch mal den großen Löffel nehmen. Stellen wir mal wieder etwas runter die Hitze. Jetzt tun wir den Schinken mit rein.
wenn er den möchte. Natürlich das Schneidebrett schön reingetunkt. Das war natürlich nicht der Plan. Aber für was gibt es denn eine Spüle? So, tun wir das mal gut verrühren hier. Der ganz Schlaue tut das natürlich vorher ein bisschen auseinanderfriemeln. Ich tue sie ein bisschen durcheinander und packe jetzt mit der glatten Seite des Löffels oben drauf. Und da zerfällt das meistens auch durch die Wärmeentwicklung. So, die Nudeln sind gut. Schmeckt ja weg. Tue ich mal von der Hitze runter. Kann ich nämlich das nochmal hervorholen. So. Nehmen auch ein bisschen Hitze runter. Jetzt kommt die Zwiebel noch rein. Oh, ihr seht nichts. So, jetzt wie gesagt, kann man mal abschmecken, schmeckt schon sehr gut und kann ein bisschen mit Pfeffer würzen. Ich nehme dazu ein bisschen groben Pfeffer und ein bisschen gemahlenen Pfeffer. Nicht so viel, man will ja nicht übertreiben und wer mag, noch ein bisschen davon, aber nur 2-3 Stöße, das reicht vollkommen und dann vermengt man das. Wer hätte es gedacht, immer gut umrühren, dass nichts anbrennt. Und da sind wir schon fertig, meine lieben Freunde. Zum Schluss geben wir die Nudeln noch hier rein. Das wird eine ziemlich spaßige Angelegenheit. Versucht euch bloß nicht zu bekleckern. Und dann geht es schon ans Servieren. Ich nehme dazu jetzt mal hier die Kelle und pack das mal hier rein. Da kommt auch noch ein bisschen Salz mit in die ganze Materie. Und ihr seht schon, das ist kein Menü für eine Person. Da können sich auch schon ein paar mehr mit ernähren. Ich habe jetzt nicht abgegossen, hier kommt noch ein bisschen Wasser mit. Und ich habe auch gerade den Eindruck, dass es keine 400 Gramm Nudeln waren, sondern 450, weil die Tüte ist fast leer. Und das sind ja immer 500 Gramm Tüten. So, haben wir das auch. Packen wir das dahin. Den Löffel dahin. Und nur noch mal ein bisschen vermengen, ja, kann man auch den Löffel nehmen, zur Not. Okay, die Pfanne hat mal wieder, wie beim letzten Kochvideo, gelangt. Es ist immer eine knappe Angelegenheit mit dieser Pfanne, aber sie bringt anscheinend Glück. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen, das Rezept steht unten in der Videobeschreibung.
und wünsche euch einen guten Hunger. Ciao.